Drei Sonnen für das Restaurant Palmgarden. Das Feinschmecker-Magazin Savoir Vivre adelt das Palmgarden, das Restaurant der Spielbank Kronen Sieburg, in Rekordzeit mit der dritten Sonne. In ganz Deutschland können sich nur 33 Spitzengastronomien mit dieser Auszeichnung schmücken. Chefkoch Michael Dulon begeisterte die Jury mit seiner Interpretation des Fine Dining. Haute Cuisine mit kreativer Klasse, perfekter Service, urteilte Gourmet-Testerin Petra Lindsner. Man kriegt es nicht geschenkt. Das ist schon mal eins aus Glas. Sie sehen das an dem Top-Table hier. Da steht Silber, Christoffelsilber. Wir haben neues Porzellan gekauft. Es wurde komplett neu investiert in Silber, komplett neu in Porzellan. Wir haben teilweise in die Küche investiert und wir haben natürlich auch in Herrn Dulon investiert. Da muss man nichts mehr groß mitbringen. Das meiste bringt er mit. Ein Gourmet-Restaurant auf diesem Niveau heute aufrechtzuerhalten, ist eine Leistung, die fast unmöglich ist, wenn da nicht noch ein Hotel oder ein weiterer Betrieb dran hängt, also wenn man wirklich die gesamte Kostenbelastung trägt, dann ist das schon eine riesen Herausforderung. Bei Savoir Vivre steht im Fokus der Leser, der Genießer, der Spaß haben soll an Kulinarik, an Wein, an Spirituose, an diesen Dingen. Und wir setzen bundesweit eine Reihe von Restauranttestern ein, die sehr unterschiedlich sind, aber sie haben eigentlich alle Erfahrungen in der Branche gesammelt. Um ein Weintester zu sein zum Beispiel, muss er mindestens 10.000 Weine getrunken haben, sagen wir. Um Restauranttester zu sein, muss er die Restaurantszene natürlich sehr, sehr gut kennen. Und er muss möglichst selber in der Branche gearbeitet haben. Er muss mal Koch gewesen sein, er muss Kellner gewesen sein, er muss Sommelier gewesen sein, um hinter die Kulissen zu gucken. Wir setzen hier auf Profis, die Küchenlandschaft kennen, die einzelnen Köche beurteilen können und verfolgen auch die Köche über Jahre. Und bei Herrn Dulon haben wir das wunderschöne Erlebnis gehabt, dass er als Jungkoch vor einem Jahr noch gestanden hat. Dort hatten wir dann auch als Restauranttester einen unserer Ältesten aus der Brigade, August Winkler, der seit ungefähr so 30 Jahren Restauranttester ist, hat einige Bücher geschrieben, die 100 besten Restaurants, ein Weinbuch geschrieben. Er war zweimal, glaube ich, hier, um zu sehen, um auf den Zahn zu fühlen, und dann haben wir diese zweite Sonne vergeben und haben uns dann im Laufe des Jahres haben die Entwicklung festgestellt, dass die Entwicklung doch zur Höchstbenotung geht, worauf wir sehr froh sind. Was für uns aber auch ein Zeichen ist, dass die junge Brigade angetreten ist. Wir sind natürlich auch sehr stolz auf diese Auszeichnung. Jede Auszeichnung ist schön. Das geht natürlich nur, wenn man auch diese Unterstützung bekommt, wie wir es erfahren in der Küche, und wenn man eben ein super Team hat. Und das haben wir. Wir haben ein super Team in der Küche und im Service. Wir versuchen uns mit jeder Karte, die wir jeden Monat neu herausbringen, uns immer zu steigern. Und das schaffen wir auch. Das gibt uns jetzt auch diese Auszeichnung, bestätigt das. Und wir sind froh und hoffen, dass es auch so weitergeht. Und ja, ich danke auf jeden Fall dem Casino und meinem Team für das Spiel. Für Genießer exzellenter Gaumenfreuden bietet das Palmgarden im August ein Drei-Sonnen-Menü Savoir Vivre in 6 verführerischen Gängen inklusive edler Weinbegleitung für 58 €.